Leute, herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Z Dokkan Battle. Wie immer mit Barry an meiner Seite. Hallo. Und endlich mal wieder mit was ganz Besonderem, nämlich einem Dragon Ball Heroes Banner. Damit eine dritte, meine ich, auf der globalen Seite. Da es Heroes Banner nicht so oft gibt und wir nur zweimal davon einen gesammelt haben. Einmal, glaube ich, im Februar diesen Jahres, einmal irgendwann September oder August letzten Jahres. Werde ich nochmal kurz eine Statusaktualisierung machen, damit ihr wisst, auf welchem Stand wir sind. Ich bin Hardcore riesiger Heroes-Fan, auch schon lange bevor es auf die globale Seite kam. Ich habe schon damals japanischen DS gehabt und habe die japanischen Heroes-Spiele so gespielt und so. Und ich bin da schon seit 5-6 Jahren voll drin, habe auch Karten davon, alles mögliche. Für mich sind diese Banner was ganz Besonderes. Und deswegen muss ich gleich einen kleinen Disclaimer aussprechen. Barry weiß schon Bescheid. Ihr könnt ja auch die anderen Heroes-Videos sehen. Ich sammle meistens ein bisschen zu viel. Mit zu viel meine ich mehr, als es eigentlich vernünftig ist, Stones in so einen Banner zu investieren. Da ich aber, wie gesagt, ein riesen Fan von Heroes bin und ich diese Units, auch wenn sie vielleicht nicht so gut sind, immer spielen werde und auch privat fast nur spiele, hat es halt für mich persönlich, das ist das Wichtige, für mich persönlich einen hohen Wert. Deswegen werde ich wahrscheinlich hier 2, 3, 4 Videos machen, wo ich so viel sammle, dass ich nicht mal einen LR-Banner rausballern. Ich will damit nur sagen, macht es nicht unbedingt nach. Ich mache das, wie gesagt, nur, weil es für mich was ganz Besonderes ist. Aber das heißt nicht, dass es generell was Besonderes wäre oder dass ihr das auch so machen solltet. Aber dieser Banner ist ein bisschen interessanter. Wir haben schon heftige Units, kann man sagen. Also die SSJ4s will ich alle haben. Ich will alle Heroes Units haben. Auch noch so ein Thema. Egal was ich hier ziehe, da ich Heroes-Fan bin, freut mich jeder Pull. Es ist scheißegal, was kommt. Ich werde nie enttäuscht sein. Das ist so toll an diesen Bannern. Es ist nur eine Win-Win-Situation für mich. Aber, soweit ich weiß, ist Barry Blue vor allem wegen Vegetto hier, dem Vierfachen. Ja. Und die anderen SSJ4s auch. Ja. Also ich sag's mal so, egal was ich bekomme, ich freue mich. Mir fehlt zum Beispiel noch der dreifache Xeno-Vegeta aus dem letzten Banner von Februar. Wenn ich aber alle Vierfachen haben sollte, dann kann ich erstmal das Handtuch schmeißen, weil die werden irgendwann wiederkommen. Diese ganzen kleinen, lustigen Units kann ich auch ein anderes Mal noch abgreifen. Okay? Sobald ich also alle Vierfachen hätte, würde ich auch sagen, ich hör auf. Dann bin ich erstmal glücklich. Wobei Towa und Dabra würde ich auch noch so gerne mitnehmen. Aber die Vierfachen werden so ein Punkt, egal wie viel ich ausgeben habe, außer es ist innerhalb der ersten drei Multis, sag ich mal, würde ich sofort aufhören. Aber ansonsten werde ich wahrscheinlich so lange ziehen, bis ich alle Vierfachen habe. Und wenn es 1000 Stones sind, ist mir scheißegal. Deswegen, Bellblue will nur 6 Multis machen. Dafür habe ich jetzt 6 Multis, nicht nur dieses eine Video schaffen, das geht jetzt 20 Minuten lang, machen wir jetzt 4 Multis. Und wir werden in der nächsten Session, mache ich dann 4 und er wird einfach nur noch 2 mitmachen. Das heißt, er muss nicht wegen mir zwanghaft dann nochmal 4 Multis machen, obwohl er nur 2 machen will. Aber damit es wieder nicht zu lang wird, weil wir haben auch diesen langen Intro hier jetzt schon geplant, dass sie hier das alles erzählen, werden wir jetzt aufhören. Barry Blue kauft den ersten Multi, fertig. Aber, dann wisst ihr schon mal Bescheid, es wird wahrscheinlich mehr Videos geben und ich werde es haben, bis der Arzt kommt, bis ich alles habe. Und noch was, Barry Blue, bevor du loslässt, falls du es nicht weißt, ich glaube, auch die Non-Featured SSRs sind nur Heroes. Es gibt hier, glaube ich, kein Nicht-Heroes-SSR in diesem Banner. Das ist wirklich lecker. Ich hatte Goten und Trunks, was nicht viel versprechend ist, weil wir kriegen immer einen Heroes. Also wir kriegen immer, also ja, eine nichts sagen. Dann kriegen wir immer einen Featured garantiert. Ja. Also einen der neueren. Dann Feuer frei, bitte. Oder Dokken erregnet. Ich glaube, ich hatte nur Piccolo, aber ich meine, das Einzige, was ich gern sehen würde, wäre eine God-Animation. Dreifache. Ah, ich auch dreifache, schade, aber nicht mehr. Ah, Gott, wäre jetzt cool gewesen. Ah, okay. Aber da ich nie einen Hero-Banner gesammelt habe, kann ich halt nur noch was Neues kriegen. Das ist es. Und Barry Blue hat den riesigen Vorteil, dass egal, was er kriegt... Schon mal einen? Also welcher ist das? Dark Mask King. Ah ja. Das soll nicht schlecht sein. Nee. Mit dem Awakening. Das Awakening ist schon Bombe. Ich finde es auch nur komisch, dass es immer noch alte Units gibt, die noch kein Awakening haben, die aber mal eins bekommen könnten. Zum Beispiel diese ganzen Fusion Stars, ja. Xeno, Vegex und Gohans und so. Au! Erst der Duke. Den habe ich Offcam gezogen, das wisst ihr glaube ich gar nicht. Den habe ich beim letzten Banner noch Offcam gezogen, und zwar der Demigra in seiner Makaiuka-Form. Habe ich jetzt den ersten Duke. Da ich einen SR10 habe, wie gesagt, ich max die Units alles aus, ne? Ich bin Heroes-Fan. Alle Units SR10, so gut es geht. Also ein Dupe unten rechts, ah. Kann ich mich sogar freuen. Du weißt, welchen Demigra ich meine, oder? Ja, so schlangenartig. Genau. Und ich hab Vegetto! Ja. Geil, erster Durchlauf. Boah, bin ich glücklich. Ich habe leider einen, den ich eher weniger wollte, nämlich den Super Mira.
Super Mira. Den fand ich jetzt. Ach, mit dem Kick. Okay, warte ganz kurz. Ja. Ich muss nur kurz loswerden. Was wollte ich gerade loswerden? Ach ja, ich muss ganz kurz den Vegetto locken. Richtig. Ganz wichtig. Okay, den wichtigsten sozusagen habe ich schon, weil ich meine, er hat das Tokenfest bekommen. Ich wollte aber nur noch loswerden. Aber wir können, kauft ihr mal die nächsten zusammen. Wir können ja dabei quatschen. Zum Beispiel eine Thematik, die mir auf dem Herzen liegt, ist, werden die Heroes Units irgendwann, so wie die Dragon Ball Fusion Units, auch in andere Banner rüberwandern. Also nicht mehr Heroes-Banner exklusiv sein, zum Beispiel in irgendwelchen LR-Bannern drin sein, in irgendwelchen Festival-Bannern als Non-Features drin sein. Quasi so wie früher die Fusion-Units. Erstmal nur in Fusion-Banner kamen, aber dann nach irgendwie einem Jahr irgendwie rüber in die normalen Banner gezogen sind. Ich habe gerade übrigens losgelassen, nur mal so. Ja, okay. Ja, das wäre wünschenswert, aber es sieht wohl aktuell nicht so aus. Ja, deswegen sammle ich auch so viel. Es ist die einzige Chance pro Jahr gefühlt, dass du sowas abgreifst. Das ist für mich, wie gesagt, persönlich viel, viel wert. Ah, jetzt habe ich auch den Demigrad. Ja! Auf den warte ich schon seit Ewigkeiten. Endlich habe ich Kid Buu mit Babidi absorbiert. Endlich! Ich habe vor 5 Minuten vor der Aufnahme noch zu Beyblue gesagt, yo, der fehlt mir noch aus dem allerersten Set, das es jemals gab. Geilo. Alter, ihr seht, ich kann mich nur freuen. Das sind für mich die besten Sams im Jahr. Es kann nicht schlecht ausgehen. Und für dich sowieso nicht, weil dir alles fehlt. Das ist so toll. Und ich habe jetzt auch endlich, den habe ich mir letztes Mal nicht bekommen, auch den Dark Masked King. Also König Vegeta mit der Maske noch, ne? Der hat übrigens genauso wie dieser Schlangen-Demigra auch ein Awakening. Ne? Das hast du vorhin gesagt, nur ich wollte noch ergänzen, ja, dass der Demigra jetzt auch ein Awakening bekommen hat. Auch ein gestörter Supporter ist und schon vorher war, jetzt noch mehr. Aber ja, geil. Also ich habe auf jeden Fall bis jetzt nur neue Units bekommen, bis auf den Demigra. Das freut mich, weil mir fehlen aus den ersten beiden Bändern noch zwei Units oder drei. Wann kriege ich eine SSJ4? Ich habe nochmal den Demigra bekommen. Ja, jetzt habe ich meinen ersten Duke bekommen für Super Mira. Und das war's. Ja, also ich werde hier viel sammeln, Leute. Ich merke es jetzt schon. Es wird nicht bei 5, 6 Multis bleiben. Dritten kaufen, Wellblue, bitte. Bitte, bitte, bitte. Falls wir schnell sind, machen wir dann den 6 auch einfach in dem Durchlauf. Je nachdem, wie flott es jetzt abläuft. Okay. Wie gesagt, auf die Animation gebe ich echt einen Furz, weil, ja, das ist, ne? Ja. Ich lass mal los. Ich sag gar nicht, was ich hatte, weil es, wie gesagt, keine Rolle spielt. Außer, wie gesagt, wenn ein Gott kommt. Eine Gott-Animation. Oh Gott. Als ob. Gott-Animation. Ja. Echt? Ja. Okay. Ich habe eine SSJ4, mir fehlen also noch drei, dann könnte ich schon aufhören. Das heißt, wir sind schon ein Viertel am Ziel dran, sozusagen. Aber jetzt mal außerhalb der SSJ4, gibt es irgendwas aus den früheren Bändern, was dich interessieren würde? Ich glaube, Mask Vegeta ist das, glaube ich, der AGF. Ja, oder fehlt mir auch noch richtig, ja. Oh, ich habe Bob Broly. Oh, der sieht natürlich schon heftig aus, ne? Ja. Ich will die alle haben! Ich werde nicht aufhören. Oh, ich hab Kamba. Also! Jetzt habe ich noch den Vegeta bekommen, den du gerade angesprochen hast mit der Maske. Jetzt habe ich alle maskierten Kämpfer, sprich Bardock, Vegeta und König Vegeta. Fehlt mir einer? Nee. Zumindest nicht die und von diesen. Oh, geil. Direkt. Und ich hab den bekommen. Demon God Dabura. Den neuen halt. Dementsprechend. Ja. Okay. Dann sind wir schon beim vierten Multi angekommen, oder? Ja. Kaufen dir mal gleich. Shit, wir können doch die 6 machen, glaube ich. Wir gehen hier. Komisch, warum gehen wir so flott durch? Liegt es einfach an der Euphorie, die ich gerade verspüre, oder kommt mir gerade alles nur so schnell vor? Okay. Okay, zwei Kinder. Auf jeden Fall, ich werde noch echt weiter sammeln. Ich will die vierfachen alle haben. Also, da gibt's kein Pardon. Die geht halt ich auch gern, aber muss ich mir überlegen. Okay. Ah, der Multi sieht irgendwie flach aus. Bis jetzt nur er scheiße. Wirklich nur er. Oder einen ist er jetzt. Come on, das kann doch nicht sein. Wird nur die 10? Das wird nicht. Das wird nichts. Was ist das? Oh, geil! Oh. Super Saiyan 4 Bardock. Okay. Damit schon 2 von. Oh, der ist, glaube ich, mein zweitliebster von den 4. Ja. Ich habe Fu bekommen. Fu? Ja. Ach, Super Fu meinst du? Der, ja. Der quasi auf dem Cover vom letzten Banner war im Februar. Der ist zum Beispiel einer, da muss ich aufpassen, den habe ich mit 3 Dupes. Da kann ich nur noch einen vertragen. Oh, und ich habe ja auch ein Mask. Vegeta bekommen, okay. Also Black Mask 10. Das heißt, dass alle maskierten Kämpfer quasi, die es in Doken Battle entsprechend gibt. Es gibt natürlich noch mehr als die 3, aber im Doken Battle gibt es nur die 3. Weißt du was, kauf dir den 5. Wir schaffen das jetzt noch, deine 6. Und danach kannst du überlegen, ob du noch weiter Sams oder nicht. Aber ich bin hier nicht fertig, bevor ich alle vierfach habe. Egal! Ohne Tube reicht mir auch, ich will es nur überhaupt besitzen. Das ist schon mal mein erstes Ziel. Ich lass los! Bestform. Schön. Ich habe noch keinen Screen gehabt hier. Screen Crack, ich kann es auch gar nicht aussprechen. Okay, wieder ein Dreifacher. Also ich habe bis jetzt, ich glaube, ich habe in jeder Animation einen Dreifachen gehabt bis jetzt. Nichts anderes. Komm, Alter, bitte. Also Bardock und Vegeta habe ich. Das heißt, mir fehlen noch Broly und Gohan.
oder? Ja, mehr fehlt mir nicht, ne? Ja. Okay. Okay, okay, okay. OTT, lange nicht mehr gesehen. Oh, ich glaube, das wird eine GSSR. Ja, bei mir glaube ich dasselbe, zweite TT schon. Wenn zweite TTs kommen, weiß ich, es wird eine GSSR. Oh ja! Oh! Gohan, es ist auf 4. Bardock. Ja! Das heißt, dir fehlt nur noch Vegetto, Vegetto und Gohan und mir fehlt jetzt nur noch Broly, so rum. Geil! Alter, dass es so gut läuft, hätte ich nicht gedacht. Okay. Ich habe echt mit 1000 Stones gerechnet, Minimum. Wie gesagt, mir fehlen noch ein paar von früher, die würde ich auch sehr gerne haben. Aber da kann ich mich noch ein bisschen beherrschen, aber SZ4, keine Chance. Alle hierher, aber sofort. Also bei Blue, 6. kaufen, wir haben doch eine 6 geschafft. Sag mal, überziehen wir gerade massiv das Video oder kommt mir gerade alles nur so... Weiß ich nicht. Ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Komm, lass los, bam. Alter, ich habe gerade, glaub, jeweils in jedem Multi einen Vierfachen bekommen. Das heißt, Vegetto, dann Bardock, jetzt Gohan am Stück. Und wieder einen Dreifachen. Dreifach ist meine Animation. An einem vierfachen Banner bekomme ich einen Dreifachen. Das macht irgendwie Sinn. Okay. Vielleicht kriegst du dreifachen Vegeta. Der fehlt mir auch noch. Das ist der einzige, den ich echt noch sehr gerne hätte. Ich habe SSR3 Gohan bekommen. SSR3 Gohan. Den Inter, der ist auch richtig. Inter? What the fuck? Den Int. Ja, der ist auch richtig nice. Der fehlt dir bloß noch der dreifache Trunks als Partner. Und noch ein Darkness King. Das ist der König Vegeta, okay. Ja! Ja, Vegeta! Okay, das heißt, dir fehlt jetzt auch nur noch Gohan. Ja, aber ich glaube, damit bin ich auch fertig eigentlich. Ernsthaft willst du noch auf den letzten Nee. Ich habe hier noch. Achso! Kanba bekommen. Das dürfte mein dritter Duke-Pillen sein. Oh, es geht weiter! Oh, ich hab. Und ich hab Toba. Ich hab noch Toba bekommen. Nice. Oh, auch gut. Also Demon God, Toba. Naja, die neue. Und ich habe noch den Dark Mask King bekommen. Mein Problem ist halt, ich will auf jeden Fall noch Vegetto haben. Vegetto sag ich schon, Broly fehlt mir. Aber eigentlich will ich auch noch Toba und Dabra echt haben. Weißt du was? Bleib mal da, ich mache noch ein Multi jetzt hier am Stück gleich, wenn wir schon gerade hier in der Session sind. Du kannst dich noch anschließen, wenn du willst. Findest du es nicht schade, wenn du mit nur 3 von 4 ausgehst? Wie gesagt, die kriegst du nicht so schnell wieder. Ich habe 5-6 Units, das reicht mir. Okay, okay. Oh, was ist das jetzt? Was Ungewöhnliches. Mal kein Dreifacher. Aber ein Screencracken. Oh, it's Overfreezer. Das ist so ziemlich das Wertloseste, was ich haben könnte. Ja, die sind alle gleich bei dem Banner. Nur Gott ist was Mietes. Ja, ja. Ach, come on. Wenn ich jetzt noch Broly hätte, weiß ich voll echt nicht, ob ich noch... Ich wollte eigentlich 3-4 Videos machen. Ich wollte hier richtig auf dicke Hose richtig viele Stones reinstecken. Und wenn ich alles jetzt im ersten Durchlauf bekäme, weiß ich voll nicht, ob ich noch einen Grund hätte, weiter zusammen. Was mir wehtun würde, weil Heroes würde ich, wenn ich könnte, würde ich jeden Tag nur Heroes-Content machen. Aber, oh, immerhin, ich habe die wichtigere von den beiden. Ich habe als auch Demon God Toba bekommen. So, Babels, ist die spannende Frage. Ich glaube, ich höre mal an der Stelle auf. Das heißt, mir fehlen theoretisch nur noch Dabra und, also mir fehlen 3 Most Wanteds. Dabra, also Demon God Dabra. Mir fehlt der vierfache Broly, der wirklich ein Must-Have ist. Und mir fehlt noch der dreifache Xeno-Vegeta. Auf den kann ich noch verzichten, auch auf Dabra. Ich will eigentlich bloß noch den Broly haben. Wenn ich den hätte, das alles andere sind richtig nice Goodies, aber ich könnte auch ohne sie existieren. Aber ohne vierfachen Broly, jemand, der schon seit 5 Jahren oder fast 6 Jahren Dragon Ball Heroes halt wirklich geprägt hat, so als Non-Canon-Unit, weil Heroes kann ja wie gesagt machen, was sie wollen. Das ist so ein richtiges Markenzeichen von Heroes schon seit 6 Jahren. Den muss ich einfach haben als Heroes Hardcore-Fan. Ohne den geht's nicht. Weil Vegetto ist sowas Neues, den gibt's so seit einem Dreivierteljahr. Den Gohan gibt's seit 2015 und den Bardock gibt's seit 2017. Aber der Broly war der erste Nicht-Goku- oder Vegeta-Vierfache, den es in Heroes gab. Der steht dafür, für dieses Image, dass in Heroes jeder mögliche Dreifach oder Vierfach sein kann. Ich brauche ihn. Weißt du was, wir brechen jetzt wieder an der Stelle erstmal ab. Du kannst nochmal kurz atmen und überlegen, ob du vielleicht noch 1-2 machen willst, weil entweder ich sammle im nächsten Video alleine oder du kannst halt sagen, du machst einfach nur einen Multi noch mit oder so. Einfach nur weißt, weil du gerade einen guten Tag hast. Hoffentlich, natürlich. Nein. Schade. Ich krieg den noch rum, keine Sorge. Nee, war's wahrscheinlich nicht. Nein. Bayblue ist halt echt sehr sortiert, wenn es da um Stones und sowas geht. Der hat sich da mehr unter Kontrolle als ich manchmal an. Gerade dieses Jahr habe ich irgendwie, bei Bardock wollte ich nicht sammeln, irgendwie 10 Multis gemacht. Da an Majin Vegeta habe ich Offcam auch 10 Multis gemacht. Also dieses Jahr hatte ich irgendwie so Kontrollprobleme mit mir selber gehabt. Bayblue ist da wirklich ein sehr gut sortiert und sehr kontrolliert. Du kannst aber gleich hier bleiben, weil ich denke, ich nehme die nächsten Sums einfach gleich am Nachhinein auf und du bist einfach ein Off-Kommentator. Okay. Weil jetzt, wo wir schon im Setup sind, ich finde es schön, ich habe die letzten Hero-Sums immer alleine gemacht. Jetzt habe ich endlich jemanden, mit dem ich meine Freude so ein bisschen teilen kann. Außer euch natürlich. Deswegen, Leute, macht's gut
bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns Gott sei Dank wieder bei Heroes. Weil die anderen Heroes Banner habe ich immer ein Video abgekaspert, so, weil da auch nicht so übertrieben geile Sachen drin waren. Aber der hier ist alles mal so ein Banner, wo ich auf jeden Fall weiß, da gibt es noch zwei, drei Videos. Das macht mich so hype. Also Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.